Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Stardew Valley. Ja, es ist der zweite Weihnachtstag. Wie man hört, bin ich, glaube ich, ein bisschen sehr erkältet. Beziehungsweise, was heißt sehr erkältet? Ich kann trotzdem noch tanzen gehen. Ich bin auch gerade erst aufgestanden, deswegen ist meine Stimme ja sowieso immer so ein bisschen heiser oder so. Ich weiß es nicht. Ja, leider ist auch die Erkältung bei mir ein bisschen reingehauen. Das heißt, ich werde nicht immer lange aufnehmen. Und hoffe immer noch auf den Sturm, kommt aber immer noch nichts. Ja, gießen. Was gibt's hier Neues? Höhle bereit. Güntermittel, Kultur. Bereit zur Ernte 4. Ja. Deswegen, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ein bisschen mehr Husten bekommen. Aber ich trinke schon Tee. Das heißt, das ist bei mir schon. Also wenn ich Tee trinke, dann ist auch wirklich. Dann ist was. Das ist wirklich so. Sonst bin ich. Ich bin so ein totaler Muffel, was einfach alles angeht. Warte mal. Wir konnten doch aus Honig konnten wir, glaube ich, Schnaps machen. Aber ich habe noch gar nicht. Ich brauche echt mal mehr Fässer. Wirklich. Wir brauchen ganz dringend mal mehr Fässer. Warum sind genau vier Dinger bereit? Und was ist in der Höhle los? Ich bin sowas von begeistert. Ich liebe dich, Höhle. Ich wünschte, die Höhle würde, ja, weiß ich nicht, sein. Na, ein Apfel! Ja! Wir haben zwei Apfel. Jetzt brauchen wir noch ein Ei. Wegen Apfel und ein Ei. Ja, der war auch maximal gut. So, es war gestern auch noch irgendwo irgendetwas, was ich noch nicht abgeerntet habe. Aber wo denn? Da. Okay, gefunden. Gut, haben wir geklärt. Unser Feld stirbt langsam, aber ist egal. So oder so ist bald Sommer, da ist hier sowieso wieder Highlife Ende tot. Wir haben 90.000 Geld, das ist viel. 90.000 ist viel Geld. Ja. Möchte ich gerne auf dem Konto haben. Also wenn irgendjemand das über hat. Ich meine, nur wenn es über ist, könnt ihr mir das gerne geben. Ich werde damit wunderbare Sachen anfangen. Glaube ich. Bestimmt. Ja. Ich werde mir bestimmt nicht einfach nur ein fettes Auto kaufen und dann einfach. Nein, okay, das würde ich wirklich nicht. Ich würde einfach nur das Haus abbezahlen. Das wäre schon alles. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich 90.000 im Lotto gewinnen, Haus abbezahlen, Ende. Das nimmt einen schon so viel. Vielleicht noch nicht komplett abbezahlen, sondern mit dem Rest renovieren, aber sonst ist, ne? Da meine ich mir, brauche ich kein großes Auto oder sowas. Sowas nur, wenn ich Millionen gewinne. Weißt du? Ich war gerade in den Bohnen drin. Nur wenn ich Millionen gewinnen würde. Aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, was ich machen würde, wenn ich wirklich im Lotto gewinnen würde. Vermute mal mich freuen. Weiß ich nicht. Ich würde das unter meinen Freunden auch ein bisschen aufteilen. Da ist ein Trüffel. Ich würde mir immer Trüffel kaufen, weil ich so ein unsagbarer Prolet bin. Ich mag die nicht. Ist mir scheißegal. Ich würde sie kaufen. Ich würde. Ich weiß. Ich hab mir noch nie einen Kopf darüber gemacht, weil ich spiele kein Lotto. Wenn man kein Lotto spielt, kann man auch nicht gewinnen. Also da sind die Chancen sogar noch geringer, als wenn man es spielt. Ich meine, wie groß ist die Chance, dass ich ein. So, wir müssen zum Wintersportfest da unten. Dass ich einen Lottoschein finde, der auch noch sechs Richtige hat und das auf der Straße. Ich meine, die Chancen sind noch geringer, als wenn ich einfach so im Lotto gewinne. Ja, genau, cool. Du hast es definitiv verstanden, glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie auch einfach nicht zugehört. Ich weiß es nicht. Ich verstehe kein Kuisch. So, dieses Jahr haben wir so viele Freunde, dass wir uns aussuchen können, mit wem wir tanzen wollen. Und wir tanzen einfach mit niemandem, weil die letztes Mal nicht mit uns tanzen wollten, die blöden Kuh-Dingsters. Ach komm. Was soll der Geiz? Deckenblätter? Nein. Wandblume? Nein, Blumenfässer. Blumenfässer eigentlich gar nicht mal so doof, oder?
kaufe mir das Rezept, einfach nur um das Rezept zu haben. Ich kaufe mal ein paar. Vielleicht können wir die ja irgendwo hinstellen, weil es irgendwie cool aussieht. So, heute darf ich tatsächlich mittanzen. Wo ist meine Angetraute? Ah, da unten. Beim Wackelpudding. Hätte ich damals erstes geguckt, hätte ich gar nicht mitrechnen müssen. Na gut, hi. Puh, ich bin voll, ey. Hey, hast du das rote Gelee schon probiert? Ich trau mich nicht nochmal zu fragen. Na egal. Weil ich Angst habe, dass sie jetzt schon Ja sagen können. Ich weiß nicht, ab was für einen Herzstatus sie Ja sagen. In dem Tanz habe ich mein bestes Hemd. Für den Tanz habe ich mein bestes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tage. Dass du dich anziehst? Hey Kai, schön, dich hier zu sehen. Ja, ich weiß. Ich rede nicht nochmal mit denen, weil es ist einfach nur egal. Ich hätte meine Angel mitnehmen sollen. Das hat er, glaube ich, schon letztes Jahr gesagt. Die Zeit für Frösche fängt langsam so richtig an. Ja, hat er, glaube ich, schon letztes Jahr gesagt. Welch ein Leben, oder Kindchen? Süßer Wein, ein plätschernder Bach, warme Luft. Habe ich schon den Wein erwähnt? Weißt du was? Ich gebe zu, ich mag Blumen wirklich sehr. Der will nicht. Sag ich doch, der will nicht. Ich mag es so gar nicht, vor allen zu tanzen. Es ist so peinlich. Oh ja, willkommen in meiner Welt. exzellente Soße. Diese Frühlingstänzer haben ihren Ursprung in alten Fruchtbarkeitsdingern. Heißt das, ich werde heute Abend Sex haben? Hey, du sollst über etwas Bescheid wissen als Landwirt. Du sollst über so etwas... Was, hä? Ernsthaft? Warum? Alle diese Blumen verströmen einen süßlichen Geruch. Nee, das ist das Gift im Essen, aber ist in Ordnung. Willst du heute Abend tanzen? Boah, die hat jetzt schon gelacht, Alter, toll. Diese offene Feld, es macht mich nervös. Oh ja, Kriegsspieler. Denk an etwas Positives, Kent. Etwas Positives. Er hat Po gesagt. Dieser Ferkel. Ich frage mich, ob Emily mit mir tanzen würde. Nein. Jetzt ihr einfach Emily wegnehmen, wäre auch cool, oder? Ich mag es zu tanzen, aber der Tanz hier wirkt etwas aufgesetzt. Den älteren Leuten gefällt es allerdings. Nein. Geh weg. Geh weg! Ich bin so nervös. Ich versuche gerade den Mut aufzubringen, jemanden um einen Tanz zu bitten. Schaffst du eh nicht, du Pfeife. Oh, hallo, du. Es ist nett, dass du mit mir sprichst. Der Frühling ist schon fast vorbei. Zu schade. Hä, ich rede immer mit dir. Hä, wir sind Best Buddies. Hä, du, hä? Tu doch nicht so, Arschloch. Es liegt Liebe in der Luft und ich bin immer noch Single. No. Vielleicht mal ein bisschen abnehmen. Mann, die sieht heute bezaubernd aus. Kann man die nicht irgendwie zusammenbringen oder sowas? Ich genieße nur die Aussicht. Perversling, Alter. Ich übe gerade meinen Tanz, der muss perfekt sein. Ja, wird aber nichts. Das ist nicht fair, warum kann ich nicht Blumenkönigin sein? Eines Tages werde ich Blumenkönigin sein. Und Blumen, ich kann sie kaum sehen. Siehst du sie nicht? Es ist viel zu hell hier draußen. Ah, ich mag den Typen. Ich arbeite schon seit einer Woche an diesen Blumen-Group-Dinger. Blumen-Group. So, ich tanze mit Shane. Ja, dieses grüne Zeug auch. Aua. Warte, ich kann nicht mit Shane tanzen. Shane, ich will tanzen. Hallo. Tanze ich jetzt mit Emily? Meine Mama zwingt mich dazu. Emily, hier. Du willst mit mir tanzen? Okay, sehr gern. Gehen die anderen? Ja, okay, die anderen gehen jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Du, Alter, Kind. Geh doch mal aus dem Weg, Mann. Ich bin ein Erwachsener. Oh, riech mich auf, Alter. Ja, lass uns anfangen. Guck mal, ich habe mich auch extra hübsch gemacht. Ich habe nicht mal mehr so einen Anzug an. Wie kacke bin ich denn? Ich wollte mit Shane tanzen. Kann ich nicht mit den Männern tanzen? Weil das ist doch Shane hier, oder nicht? Nee, ist das Shane? Nee, ist das Shane? Ich sehe so unmotiviert aus. Außerdem bin ich überhaupt nicht im Takt. Guck mal, die sind alle in einer Reihe und ich stehe weiter vorne. Ich habe das überhaupt nicht drauf. Es würde mir im Leben nicht einfallen, da zu tanzen. Im Leben nicht. Das hat Spaß gemacht. Im Leben nicht. Oh, ich habe meine Frau mit nach Hause genommen. Schön. Ist da auch mal was, die Frau mit nach Hause nehmen? Ja, das war The Dance.
Ja, da war der Tanz. Ja, er ist nicht wirklich aufregend. Sind wir mal ehrlich. Sieht das gut aus? Ich kann da gar nichts. Doch. Jetzt habe ich habe auch. Warum kaufe ich eigentlich eine ungerade Zahl davon? Ich meine, ernsthaft, eine ungerade Zahl kaufen ist nicht intelligent. So. Guck mal, wir haben es verschönert. Oh, und wir haben letztens mit den Steinen und sowas sowieso alles falsch gemacht. Entsinne ich mich mit den Steinweg. Ach ja. Mein Sohnemann waren ja im Krankenhaus. Das muss ich ja auch noch erzählen. Dass sich irgendjemand noch Sorgen macht. Bei ihm ist alles in Ordnung. Also er hat halt einfach nur ein bisschen Erkältung. Er hat auch ein bisschen Erkältung. Und er hat halt einfach nur ein bisschen Rotznase und sonst ist nichts weiter. Es ist halt nur ein bisschen schwieriger und ein bisschen qualvoller für ihn. Wobei qualvoll auch einfach das fieseste und gemeinste Wort dafür ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Er weiß halt nicht, was los ist, ne? Und wenn man nicht weiß, was los ist, dann ist es schon irgendwie doof. Okay, das hat mich auch gewundert. Ja, die Folge mit den Festen sind halt immer ein bisschen kürzer, ne? Was ist das? Das Herzding. Oh, war gerade verwirrt. So, den Honig würde ich echt gerne mal aufbewahren, damit wir daraus Wein machen, Schnaps machen können. Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich der Meinung, es hat mal jemand geschrieben, dass man daraus Schnaps machen kann. Ich bin schon froh, dass wir einen Apfel haben. Da ich aber noch ein bisschen Zeit habe, werde ich noch ein bisschen aufräumen. Weil morgen garantiert meine Hacke fertig ist und dann können wir sie als Gold machen und dann können wir uns darüber freuen, dass wir eine Goldhacke haben. Warum auch immer. So, ja, ich gehe ja schlafen. Ist ja gut. Hund? Gut, Hund will nicht. Bereit zur Ernte, diesmal nichts. Gut. Und ab ins Bett. Wir verdienen trotzdem ein bisschen Geld. Guck, 5. Naja, 6.000 ist gut. 6.000 bin ich vollkommen zufrieden mit. Hauptsächlich durch das Trüffelöl haben wir so viel Geld gemacht. Finde ich gut mit dem Trüffelöl. Musst du eigentlich ganz viel dieser Ölmaschinen machen und ganz viele Schweine holen, dann kannst du ganz viel Geld machen. Aber Geld ist hier auch nicht alles. Irgendwann brauchst du kein Geld mehr, glaube ich. Weiß ich nicht. Okay, warte. Alles gut, nichts passiert. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Sorry, dass die Folge so kurz ist, aber an Feiertagen ist das immer so kurz. Deswegen, weil der halt so viel Zeit klaut, da kann ich nicht länger machen. Na gut, bis zum nächsten Mal oder bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi, gute Nacht. Also, ich mache jetzt noch weiter. Tschüss.